So, ja, SimCity. SimCity kennt vielleicht noch die Älteren unter euch. Also wir spielen hier SimCity Version 1, also die allererste Version, die damals 1989 rauskam. Da war ich noch gar nicht auf der Welt. Aber ich habe es dann relativ zeitig gespielt, als ich damals meinen allerersten Rechner hatte. Das war ja noch so eine ganz alte. Oh Gott, mein zweiter Rechner war ein Intel Athlon. Quatsch, ein AMD Athlon. Mit 1,6 GHz ein Kern. Was hatte ich denn davor gehabt? Davor hatten wir noch einen Intel-Rechner. Das ist sowieso interessant. Mein allererster Rechner war der einzige Intel-Rechner. Alles, was ich danach jemals hatte, war immer AMD. Und ich muss auch sagen, ich bleibe auch definitiv immer bei AMD. Jetzt meine jetzigen Kisten sind auch alles AMD-Dinger. Und mein nächster Rechner wird definitiv AMD Epic. Oder Ryzen, mal gucken, aber wahrscheinlich doch eher Epic. Mal gucken, mal gucken. Egal, auf jeden Fall, als das Spiel damals rauskam, hatte ich das noch auf meinem ganz alten Rechner gefahren und da hatten wir damals noch Windows 95 drauf. Oder war es schon Windows 98? Nee, war glaube ich 95. War 95, aber wir haben da sehr viel rumgespielt und wie gesagt, da hatte ich auch damals noch SimCity gespielt im DOS-Modus, richtig. Wie gesagt, ist ja noch ein DOS-Game. Und das könnten wir auch spielen. Ich hab's nämlich da. Da muss ich mal ganz kurz hier in meinen Manager. Nein, das war das Falsche. Das da. Nur damit ihr mal seht, wie das Alter aussah. Und jetzt. So. Ha? Er läuft einfach dem Klang. Das hier war das gute alte SimCity. Schön alt DOS, kann man richtig schön Häuser bauen und dann, wie war denn das jetzt? Da Kraftwerk, ich hatte immer schon Nuklear. Ne? Ja, das war halt das gute alte SimCity. Hat man hier seine Map gehabt und so weiter und so fort. Größer. Oh, mein Haus ist weg. So. Wie gesagt, das war damals SimCity. Und das Schöne ist, das werden wir natürlich nicht spielen, aber wir werden genau das spielen. Also, nee, genau. Wir werden nicht genau das spielen, aber wir werden das spielen. Und zwar, SimCity. Ist verdammt laut hier. Muss mal hier. Bad weg. Aus. Das Schöne an SimCity ist nämlich, SimCity hat genauso wie Doom später, im späteren Verlauf der Firma, den Quellcode offengelegt. Und als dann so die Doom-Ära vorbei war und die Firma gesagt hat, gut, okay, wir haben kein Interesse mehr daran, können die aus der Community machen damit, was sie wollen, haben die aus der Community auch gemacht, was sie wollen. Und was will eine Community natürlich, wenn modernere Betriebssysteme, Windows XP, Linux, jetzt Windows 7 und so. Naja, natürlich, wenn der Quellcode offengelegt ist, genauso wie bei Doom, gibt es natürlich auch davon Ports. Und den ich jetzt spielen möchte, ist ein sehr einfacher Port. Das ist wie ist das Ding? Hat einen ganz komischen Namen. Wird noch anders? My City? Ach, Mikropolis. Oh Gott. Da kommt doch so ein Name. Wie gesagt, Mikropolis ist praktisch auch eine sehr alte Portierung auf das X11-System, also auf Linux. Das Schöne an Mikropolis ist, dadurch, dass es Linux-basiert ist und einfach nur die X11-Schnittstelle benutzt, so sieht das Ganze aus. Ja, läuft das halt anders. Bei Windows-Programmen ist es ja immer so: Ein Programm, das für Windows 98 geschrieben ist, läuft da vielleicht noch auf XP, aber spätestens bei Windows 7 ist Schluss. Ein Programm, das für XP geschrieben ist, läuft vielleicht noch auf Windows 7, aber bei Windows 10 ist definitiv Schluss. Und ein Programm, das aber für X geschrieben ist, und das ist halt ein X11-Programm, das läuft halt auch auf aktuellen Betriebssystemen immer noch wunderbar, also auf aktuellen Linux-Systemen immer noch wunderbar. Und deswegen werden wir genau das hier spielen. Ich hoffe, es ist das für euch mittig von der Sicht her, sollte eigentlich sein. So, jetzt müsst ihr es noch sehen. Weil mein Fenster ist hier halt 16 zu 10 und ihr habt aber nur 16 zu 9 Ausschnitt, heißt also oben und unten ist bei euch schon mal ein bisschen was weggeschnitten. So, ein bisschen in die Breite können wir aber gehen. Achso, das Fenster kann man noch nicht skalieren, okay. Wir spielen erstmal easy. Und ich persönlich versuche immer so eine Küsten, so eine Insel, nein, da, so eine Insel zu haben,
Macht mir halt persönlich immer am meisten Spaß. Hallo? Insel. So, laut des Map. Aha, jetzt muss ich wieder runterschieben. Genau, und jetzt kann ich das aber ein bisschen in der Größe verändern. Das ist nämlich auch noch das Schöne an dem Linux-Port. Linux-Ports sind immer die besten. Egal ob bei Doom, egal ob bei irgendwelchen anderen Spielen. Wenn ihr einen Linux-Port von einem Programm habt, dann immer auf der sicheren Seite. Weil ein Feature, das immer geht, ihr könnt das Fenster praktisch beliebig groß skalieren und damit auch auf modernen 4K-Rechnern einfach mal zocken. Ja? Ist halt eine X11-Anwendung. So, und jetzt geht es praktisch los. SimCity. Anfang tun wir natürlich erstmal gucken, Zeit ist, machen wir auf Slow, weil man merkt, mit normal ist nicht normal, also nicht Echtzeit gemeint, sondern mit normal hat man ungefähr einen Monat entsprechend 2-3 Sekunden. Und bei Slow hat man schon etwas mehr Zeit, da ist dann ein Monat hier, sieht man schon, halt ein bisschen länger. Ja, hier. Und Super Slow wäre dann halt noch langsamer. Echtzeit gibt es hier definitiv nie, weil Echtzeit wäre zu langsam. So. Anfang tun wir natürlich unser. Oh, ich habe einen Sound. Sound bitte einmal ausschalten. Wieso können wir jetzt auch einschalten? Ja, wir werden erstmal ein kleines Häuschen bauen. Ist natürlich unbewohnt, man merkt, aha, kein Strom. Ja, man darf SimCity nicht so ernst nehmen. Klar, ne, wie sagt man? Ein Dorf. Ich meine, wir sind hier 1901. Wenn sich dort ein Dorf gründet, dann brauchen die doch noch kein Kraftwerk. Wir müssen aber leider eins nehmen. Nuclear power. Und zwar haben wir hier beide getrennt. Coal power. Genau, einmal Kohlekraftwerk hier. Und wir nehmen natürlich ein Nuclear power. Atomkraftwerk. Und Kraftwerke sind immer schön weit von der Map entfernt. Deswegen wollen wir es hier unten packen. Wir werden uns aber ein bisschen offen halten. Eins kommt dahin, eins kommt dahin. Reicht erstmal voll komplett aus. Eigentlich würde am Anfang auch eins komplett ausreichen. So, jetzt haben wir unsere kleine Anfangs-City. Commercial. Und Residential. wir haben am Anfang halt 20.000 Dollar und müssen versuchen, damit Haus zu halten. Das heißt also, hier die Dinger kosten gerade mal 100 Euro, kann man also erstmal zwei hinklatschen. Ja, kein Problem. Und dann wollen die Dinger Commercial. natürlich auch einkaufen. Also das ist hier quasi der Markt. Oder halt, wie gesagt, es ist halt alles schon modern gehalten, halt, also das ist praktisch die Einkaufsmetropole, die Einkaufsmeile. So, wir werden die 1, 2, 3 entfernt aufstellen. Warum? Kommt gleich. Und dann. Ja, doch, Residential. wir können eigentlich schon gleich richtig reingehen. Bam, bam. Commercial. So machen wir alles jeweils zweimal. Schöner Markt. Schön. Ups, das war jetzt falsch. Bulldozer. Ah, die guten alten DOS-Sounds, wobei. Die DOS-Version klang noch schlimmer. Commercial. Die DOS-Version, die hatte dann gerade mal Sound, der in 8000 Hertz gesampelt war. Und wenn man das dann auch noch über den PC-Speaker gehört hat, dann war es noch schlimmer. Also, es war nett. Industrial. So, und jetzt haben wir hier Industrial, also praktisch die Produktionsstätten, auch wieder drei entfernt. Warum jetzt die ganzen Lücken? Ganz einfach, man muss die ganzen Sachen nämlich verbinden. Road. Mit Straßen. Deswegen nehmen wir jetzt einmal hier unsere Straße. Warum hat er die ganze Zeit Eat? So, achso, ja, wichtig ist, ein Ding soll ich ein Haus darstellen. Das Ganze ist ein bisschen hochskaliert. Heißt also, unser erster Desaster. Wir sollten aber vielleicht doch ein bisschen auf Slow gehen. Ja, gibt's auch hier. Die ganzen Desaster gibt's alle. Also es können Mörser langlaufen, es kann Feuer ausbrechen. Wir hatten gerade ein Erdbeben, dann kann auch Tornado, Flugzeug kann abstürzen, wobei das glaube ich erst dann geht, wenn wir unseren ersten Flughafen haben. Meltdown ist praktisch ganz blöd, deswegen sind die Dinge auch weiter unten hier. Da geht dann ein so Ding hoch. Nicht sehr gesund. Deswegen habe ich ein bisschen abseits gestellt. Und wie gesagt, man kann dieses Desaster erstmal komplett deaktivieren. So, das wäre praktisch ganz safe. Also, wir haben es aber einfach an. Kam also deswegen schon jetzt gleich am Anfang, weil ich halt schon auf Slow habe. Heißt also, wir haben jetzt in der kurzen Zeit, wo wir gequatscht haben, sind bereits 2 Jahre vergangen. Fast 3 Jahre. So, Bulldozer. also, wir dürfen das Ding hier abreißen. Achso, habe ich bereits. Und jetzt Commercial. neu bauen. Ah. Ja, ich, okay, wir müssen Bulldozer. hier alles. Okay, die kann ich gar nicht. Commercial. Oh, da muss Feuer erstmal gelöscht werden. Leck mich doch. Gut, wir müssen das Feuer jetzt mal löschen lassen.
Das Ding kann aber weg. Bam. Industrial. So, dann bauen wir mal unsere Straße Road. Weiter aus. Ja, Himmel, die Memorsteuerung ist immer ein bisschen behindert. Aber wie gesagt, oh, die fressen auch die Straße auf. Bulldozer. Schweinerei. Gut. Wichtig ist, wenn ich das da am besten auch mal weg, kann sich vorher nicht ausbreiten. Unter DOS war es damals noch schlimmer. Weil unter DOS hattest du halt keinen Mauszeiger, sondern hattest nur direkt dieses Viereck. Und da hast du nie gesehen. Hier, wenn ich hier mich in der Mitte lang bewege, kann ich immer gucken, ob mein Mauszeiger in der Mitte von den Kästchen ist. Da du unter DOS diesen Zeiger nicht hattest, hast du nie gewusst, ob du in der Mitte bist und konntest dich super leicht verrutschen. Also, war unter DOS alles noch ein bisschen komplex behinderter. Rail. So, jetzt machen wir noch ein paar Gleise hin. Nee, machen wir erstmal nicht. So, jetzt sind wir dann verbunden. Also ab jetzt könnte eigentlich schon hier Betrieb aufgenommen werden. Aber wie man sieht, die brauchen alle Saft. Wire. Und deswegen gibt es hier so eine schöne Wire. Ja, lassen wir erstmal, eins reicht erstmal aus. Bam. Und schon sehen wir gleich. Ja, es ist halt auf Super Slow oder dort halt ein bisschen. Lalalala. Oh, das ist Kraftwerk tot. Hat das Kraftwerk auch Schaden abbekommen bei dem Erdbeben? Query. Das ist ein. Ne, ist noch aktiv. Ah, jetzt, okay. Hat wirklich gesagt. Ja, wie gesagt, normalerweise spiele ich immer auf Slow oder auf Normal. Da geht das ein bisschen schneller. So, und jetzt merkt man natürlich, okay, die ersten beiden haben natürlich Strom, aber wir müssen ja auch noch die anderen Gebäude an das Gebäude anschließen. Das kann man jetzt natürlich modern machen, heißt also, man legt hier Verleitung, wo dann jeder angeschlossen ist. Man kann aber auch einfach die Häuser untereinander verbinden. Das hat man zum Beispiel, da. Wire. Hat man zum Beispiel in so Sachen wie Indien oder sowas, hat man ja sehr, sehr gerne, dass einfach die Gebäude untereinander verbunden sind. Damit es nicht so aussieht wie in Japan, wo dann einfach an einer Straße erstmal so ein riesen Bündel an Kabeln da durch die Straßen wandert. So, jetzt müssten eigentlich nach und nach alle angehen und dann, sobald sie on sind, werden auch hier die ersten Leute einziehen. Wenn dann hier einkaufen und hier wird danach produziert. Das hier ist wichtig, damit diese Leute Arbeit haben. Weil wir werden hier nämlich auch Nachrichten bekommen, somit, ja, Leute haben keine Arbeit, Leute sind nicht zufrieden, Leute wollen nicht absetzen und ja. Oh. War man doch auf Slow. Dauert mir ein bisschen zu lang. Ah, diese da haben wir schon gleich direkt den ersten. Aber jetzt haben wir schon Mai. Wir können jetzt eigentlich auch gleich ein bisschen weiter bauen hier. Erste Industrie ist klar. Sobald hier die ersten eingezogen sind, wollen sie natürlich auch Industrie haben. Logisch. Geht mir vielleicht doch ein bisschen. Können wir untersetzen. So, hier können wir praktisch Markierungen setzen. Die sind fürs Spiel uninteressant. Eraser. Ist halt nur für uns. Chalk. Kann man da mehrere? Muss ich aber ganz kurz gucken. Eraser. Ah, lol. Okay, nice. Ja, das ist also nur für uns, damit wir so als Anhaltspunkt halt haben. Wenn wir welche Sachen markieren wollen, wie zum Beispiel. Oh, hier ist ein Feuer. Muss gelöscht werden. Eraser. Dafür. Das Feuer löschen kann man leider nicht. Und hier oben sehen wir praktisch unsere Sachen, die werden immer pro Monat oder pro Jahr aktualisiert. Heißt also, wir haben natürlich hier Population, ist wie viele Einwohner wir haben. Wir haben natürlich schon ein paar. Hier wird immer noch eine 0 angezeigt, weil das wird wie gesagt, ich glaube nur immer pro Jahr aktualisiert, die Anzeige oben. Score ist ein bisschen eigenwillig zu verstehen. Score ist am Anfang 500 und geht praktisch von 0 bis 1000. 500 ist also, wir sind normal. Wenn es runtergeht auf 0, heißt es, wir sind absolut grottenschlecht und wollen alle Leute loswerden. Wenn es hochgeht, heißt es 1000, dann sind wir der beste Bürgermeister of the ganze Welt, Digga! Das können wir zum Beispiel erreichen, wenn wir jetzt eine Diktatur aufbauen und sagen, alle, die gegen uns stimmen, werden direkt abgeschlachtet. Siehe Türkei, siehe Russland, siehe, es gibt so viele. Vergleiche leider mittlerweile. Ja, gibt es hier natürlich nicht. Man kann hier keine Diktatur bauen, sondern das ist Demokratie.
wobei die nur eine Wahlmöglichkeit haben. Man kann aber auch Szenarien wählen. Also wir haben jetzt hier eine neue Stadt angefangen. Man hat aber gesehen, man konnte auch Szenarien auswählen. Und da kann man tatsächlich daran verlieren. Hier kann man nur damit verlieren, dass man irgendwann pleite ist. So, und da kann man jetzt auch unsere Stats anzeigen. Hier haben wir sowas wie, wie viel Geld gerade fließt. Es fließt Geld. Warum fließt Geld? Achso, ja, weil wir Geld ausgegeben haben. Population merkt man hier schon, steigt an. Das wird also öfters aktualisiert als das da oben. Und da sehen wir schon, es sind ein paar eingezogen. Eine Zahl gibt es hier leider nicht. Man sieht also nicht, wie hoch das skaliert ist. Das kann man sich dann halt nur hieran orientieren. Und die anderen Sachen, die man unten noch sieht, sind halt Sachen wie zum Beispiel Gewalt, also Crimes. Das kann man entgegensetzen, indem man Polizeigebäude baut, das hier. Dann kann man halt noch, ja, das hier ist praktisch der Mietpreis, glaube. Das hier unten ist Population, also, Quatsch, die Population, das ist, ja, praktisch die Verschmutzung. Hat man vor allen Dingen dann Probleme, wenn man Kohlekraftwerke baut, deswegen ich mich halt auch für die hier entschieden habe. Erstens haben die mehr Power und zweitens, ja, also die halt keine Abgase. So, ansonsten, das hier ist... Ach, das ist die Menschheit? Lol. Komplett komisches Bild. Ach nee, doch, genau, das hier sind die Abgase. Was ist denn das Gelbe hier? Ah, das ist wie wohl sich die, ja, okay, also, das ist wie wohl sich die Menschen fühlen, das sehen wir auch hier oben. Das ist wie wohl sich der Markt fühlt, das sehen wir hier unten, der ist gerade am Boden zerstört, wo wir gerade jetzt angefangen haben. Und das hier ist wie wohl sich die Industrie fühlt, sieht man ganz oben. Deswegen der Markt, hier sieht man noch, ist ein bisschen nicht so begeistert. Kann immer diese scheiß Feuer hier weggehen, ich will ja gerne mal wieder bauen. Fuck you, Hotline, Alter, fuck you. So, wir haben Januar 2015. Ach so, haha, das hier muss noch ab. Das ist praktisch, da können wir einstellen. Boing. Da können wir praktisch einstellen, an wem wir viel zahlen. Ob wir praktisch für die Erhaltung das hier ist doch die Erhaltung der Straßen. Oder? Taxis ist doch Mehrwertsteuer. Ah, ja, genau, das ist, das hat hiermit gar nichts zu tun, ich schon wieder. Das ist praktisch, wie viel wir in Straßen und Schienen ausgeben. Wenn wir das auf 100 lassen, ist alles gut. Wenn wir das runtersetzen würden, würden nach und nach die Straßen hier so aussehen. Query. So hier aussehen. Also, die würden halt, wie dann die immer, sie zerfallen halt. Bei Fire ist praktisch, wenn Feuer ausbricht, sowas hier zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Feuerstelle hätte, dann würde das Feuer viel schneller weggehen. Und sich auch nicht ausbreiten, wenn ich genug Feuerwehr habe. Wenn ich das aber herabsetze, dann verliert die Feuerwehr praktisch immer mehr ihre Wirkung, bis sie überhaupt nicht mehr wirkt. Und das gleiche auch bei Polizei. Die Polizei an sich bringt erstmal gar nichts. Das heißt also, wenn ich sie auf Null lasse, dann passiert meiner Stadt an sich nichts, aber die Leute werden immer unzufriedener. Das heißt also, ich merke sie in den Werten und kann dadurch auch nicht mehr so viel Miete einnehmen zum Beispiel. Ja, und die Taxrate, das ist praktisch die Mehrwertsteuer. Und da habe ich für mich herausgefunden. Und da habe ich zum Beispiel für mich herausgefunden, ich persönlich bin immer am zufriedensten mit 9%. Das ist immer so das, wo ich sagen kann, da ist so die Rate am besten. Bei 10%, da hat man dann schon ganz schön Abschwung, weil die Leute sagen, ja, fick dich. Aber so geht das. So, würde ich mal sagen, dass wir erstmal so die eigenen. Oh, Alter, wir haben schon dreimal Industrie, aber noch keine Kaufkraft hier. Vielleicht sollten wir mal verschiedene setzen. Diese Geräusche! Die machen mich gaga. So, jetzt haben wir eine Gleisverbindung. Vielleicht sprengt dann hier die Industrie in dem Hausviertel ein bisschen besser an. Keine Ahnung. Ja, dann würde ich mal sagen, das war es auch direkt mit der ersten Folge. Genauso wie bei allen anderen Let's Plays, wo man keine Folgen in dem Sinne, also keine Levels hat. Will ich das hier auch immer auf... Aha, ja, sehen wir schon, ersten Verkehr. Ja, werden wir hier auch hier immer 15 Minuten Folgen einfach machen, damit so zeitmäßig am besten reinpasst. Wobei ich gerade gemerkt habe, bei meinen ganzen anderen Sachen, bei Doom, da nehmen die Folgen ja in der Regel fast immer mindestens eine halbe Stunde, finde ich gar eine Stunde ein. Deswegen überlege ich, ob ich meine manuell gecutteten Folgen auch immer auf eine halbe Stunde oder eine ganze Stunde mache. Aber wir bleiben erstmal in einem Viertelstundentakt. In dem Sinne...
Ja, wichtig, immer speichern. Das Witzige ist, das ist bei dem Programm ein bisschen seltsam. Ich weiß nicht warum. Ich habe es immer so gemacht: Wir nehmen jetzt hier eine Map. Er startet auch immer in einem komplett sinnlosen Verzeichnis. Er startet praktisch in dem Verzeichnis, wo die ganzen Test-Maps drin liegen. Also praktisch sowas wie Beispiel-Maps. Brauchen wir nicht. Wir müssen natürlich in unser Home-Verzeichnis, weil auf das Verzeichnis, was er gerade ausgewählt hat, haben wir als Benutzer gar keinen Schreibzugriff, weil ich bin ja hier nicht Root, sondern ich bin ja Knoppix, also der Benutzer Knoppix. Von daher gehen wir in unser Hauptverzeichnis und jetzt Let's Play Punkt City. Und ja, wie ihr schon seht, während ich im Dialog bin, läuft die Welt weiter. Also immer schon darauf achten, dass wir nicht, während ihr nicht speichern wollt, was passiert. Wenn was passieren sollte, okay. So, hier gucken, ob es wirklich gespeichert wurde. Ihr könnt hier auch die Zeit komplett anhalten. Es ist dann praktisch das, wenn ihr hier unten auf Pause geht. Diese Geräusche, ich glaube, ich schalte doch irgendwann aus. Also noch ist es funny, aber ich glaube, das geht irgendwann auf den Sack. Ja, in dem Sinne machen wir mal Pause und dann oder ich am besten gleich mal das ganze Programm hier. Ach komm, weg hier. Bam. Dann kann ich euch im nächsten Mal zeigen, wie wir denn weitermachen. Ja, in dem Sinne würde ich mal sagen, ja gut, hier mit Kuddelblumen ist natürlich was Quatsch. Schau mit V.